Weiter geht's mit einer neuen spannenden Folge Fallout 4. Wir sind endlich hier drüben bei dieser Person. Eigentlich sollten wir den Typen direkt töten, denn wegen ihm hatten wir Probleme ohne Ende. Wir müssen uns mit diesem Runner treffen, der so ein bisschen aussieht wie Blade, und wir müssen einen Synth töten. Nicht wahr, Piper? Kann man Synths eigentlich töten oder deaktiviert man sie? Na gut, reden wir mit ihm. Ich bin bereit reinzugehen, Sir. Du bist bereit, ja? Bereit hier reinzugehen? Wir haben alles getötet, mein Freund. Wirklich alles. Du musst der Runner sein, den ich treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Wir stecken schon tief drin. Könnte nicht schaden, wenn jemand mit Kampftraining auf uns aufpasst. Moment. Die Wache neutralisiert? Wir haben... Na gut. Vergessen wir das, okay? Vergessen wir es. Was wissen wir über diesen Synth Gabriel? Bezeichnung B592 befindet sich in der Hütte auf dem umgedrehten Frachtschiff. Er hat wahrscheinlich seine besten Kämpfer dabei. Daher sollten wir mit schwerem Widerstand rechnen. Sind Sie bereit hineinzugehen? Ich bin bereit. Aber was ist mit dir? Weißt du was? Bleib hier. Ich komme diesen Raidern allein klar. Das wage ich nicht zu bezweifeln, Sir, aber ich habe meine Befehle. Wenn Sie den Synth angreifen, bin ich an Ihrer Seite. Na komm schon. Wie? Das hat dir nicht gefallen? Warum denn? Weil ich ihn nicht mitnehmen wollte? Der Typ ist ein Idiot. Glaub mir, wir brauchen ihn nicht, Baby. Nur wir beide, wie immer eben. Wir beide bis ans Ende. Gut, ich würde mal sagen, wir springen hier hin. So viele Tote. Und so viele Kronkorken, die wir mitnehmen können. Alles meins. Alles meins. Ist da eben gerade jemand runtergesprungen ins Wasser? Oh Gott, es geht schon wieder los. Yep, es geht schon wieder los. Gut. Den ganzen Mist hier, den nehmen wir mit. Ja, eine Glühbirne. Minuteman. Die haben sogar hier Minutemans getötet. Oh ja, nicht in die Suppe fallen, denn die ätzt uns die Augenbrauen weg. Uah! Hier rüber, so. Und... ich glaube, hier bin ich gut. Achtung, Vorsicht, hier nochmal hin. Den Shit hier, den nehmen wir natürlich mit. Wenigstens bekomme ich hier ein bisschen Munition. Noch ein bisschen Munition hier drüben. Nö, aber Drogen. Was haben wir hier? Fliegen. Okay, ich denke mal, wir müssen schwimmen. Ein kleines bisschen. Das brennt. Das brennt. Und hierhin. Und mitnehmen. Und wir speichern. Denn man weiß ja nie, was da drin alles lauert. Ey. Und wo ist der Runner? Das meine ich. Wer braucht den Typen? Der Runner ist Bullshit. Friss meine Kugeln. Muss Munition sparen. Sorry. Kann dich nur ganz langsam töten. Ey. Alter. Kommt hier mit einem Knöppel. Bams. Ich mache hier wieder alles alleine, ne? So, wie man den Mann kennt. Wer braucht schon Piper? Oder einen Runner? Solange die Drogen stimmen, geht's mir gut. Wohin? Ach, hier drüben. Okay, Vorsicht. Und du bist ein Loser, du bist tot. Du bist legendär. Du bist kein Loser. Die Spur verloren. Er steht doch direkt vor dir. Werden wir Piper je verstehen? Wahrscheinlich nein. Au! Was macht ihr hier für eine merkwürdige Handbewegung? Er hatte einen Fatman? Er hatte wirklich einen Fatman.
Hey, die Knarre ist eigentlich gar nicht mal so beschissen. Ich bin zwar fast tot, aber nicht wegen der Knarre. Du gibst nicht auf, was? Nö. Nö, aufgeben, nee. Bist du noch immer da? Hat er sich geheilt? Also ich meine, ja, er mutiert, aber... Trotzdem, habe ich dem nicht ein bisschen mehr abgezogen? Wo ist der Runner? Wo? Warum müssen wir dich immer wehren? Ey, yo, Runner! Ich dachte, du wolltest unbedingt mitkommen. Auf gut Glück. Ah, die Zwiebelt. So, erledigt. Und wir bekommen... Oh, verstrahlend. Ey, das ist ja richtig gut. Okay, die ist wirklich verdammt gut. Die sollten wir modifizieren. Also die ist wirklich gut. Strahlenschaden. Nice. Damit kann ich, glaube ich, wirklich was Geiles basteln. Sturmgewehr. Pennen gehen lohnt sich gerade nicht. Oh, den Wecker hier, den nehme ich mit. Ohne Wecker werden sie ganz schön verschlafen. Obwohl, die verschlafen nicht mehr, denn sie werden alle tot sein. Wer nicht lebt, der kann auch nicht verschlafen. Noch jemand am Leben? Wenn ja, bitte hier rufen. Wenn irgendjemand noch leben sollte, bitte jetzt hier rufen. Was haben wir hier Schönes? Oh. Bingo. Ein Handbuch. Wir sind noch schwieriger zu entdecken, wenn wir schleichen. Verbessert. Kein Problem. Und... Ja. Auf Anhieb gemeistert. So muss das laufen. Ah, hier. Hier geht's weiter und hier gibt's noch ein bisschen Munition. Wo ist der Boss? Wahrscheinlich irgendwo drin. Es geht bestimmt noch rein. Yep, hier drüben ist eine Tür. Und da geht's rein. Ah, das wird nochmal richtig anstrengend. Das sehe ich jetzt schon kommen. Pipe, aus dem Weg. Aus dem Weg, Pipe. Aus dem Weg. Gehen wir rein. Ach ja, jetzt auf einmal hier, ha? Huh? Jetzt auf einmal hier und so tun, als hättest du die ganze Arbeit gemacht. Warten Sie kurz, Sir. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Was gibt's? Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie B592 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 71 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Was heißt zurücksetzen seiner kognitiven Prozesse? Einfach gesagt, wird er durch den Code bewusstlos, selbst wenn er noch steht. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Okay, Piper, was hältst du davon? What? Perfekt. Ey, was finde ich denn hier für geile Schrotflinten? Liegt die einfach hier rum? Einfach so. Ja klar, nehme ich mit. Wieso nicht? Ich meine, ich liebe meine Doppelläufige. Aber stimmt, ihre Zeit ist wirklich gekommen. Irgendwann geht's eben nicht mehr. Pipe, schau dir das an, wie ich das hier knacke. Moment. Wie schön. Gabriel. Okay, schauen wir mal rein. Vielleicht erfahre ich was über den Mann. Hm.
Aha. Meyer Lurks. Okay, irgendwelche Infos, wie er den Laden hier übernommen hat. Einsteiger-Safe. Tja, da kann ja eigentlich gar nichts besonders Tolles drin sein. Sensormodul. Alright. Was habe ich wo, wie, was versteckt? Pipe. Was denn? Ach, hier drüben meinst du? Ja. Da wurde irgendwas versteckt. Unterm Bett. Also Methoden haben die. Gut, ich denke, wir sind hier in dem Bereich schon mal durch. Und wir müssen hier hin. The Big Fight. Ready to rumble. Gut gemacht. Ausrüstung sehr nach seitdem bestimmt Agenten des Instituts. Auch ihr habt es ganz also nach das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Beute? Ehrlich? Wie viel Beute habt ihr denn? Ah, ihr seid also wegen Beute hier. Was machst du da, Boss? Die können wir erledigen! Halt deinen Mund, ich weiß, was ich tue! Wir haben einen kleinen Vorrat. Pass auf, ich gebe ihn euch, wenn ihr dann verschwindet. Was sagst du? Habe ich dein Wort? Und wenn ich ablehne? Lass kein gutes Geschäft sausen. Wenn ihr es so haben wollt, bringen wir es zu Ende. Ey, Moment, ich habe überlegt! Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierung Gamma 71. Oh fuck, ich... was? Moment! Ich hätte die Scheiße haben können. Warte, warte, ich will das laden. Ich will das laden. Der hat irgendwas Geiles. Oder bekomme ich so oder so? Nein, ich will das jetzt... Ich wollte doch nur überlegen. Ja, so ein Gegenangebot. Ich meine... Toll! Ich wollte einfach nur ein Gegenangebot einholen. Ja, ich wollte nur fragen, ja, was wäre denn, wenn ich Nein sage? Kriege ich dann mehr oder sowas, weißt du? Ausrüstung sehr beeindruckend. Bestimmt Agenten des Instituts. Auch ihr habt es ganz also nach das Institut so dringend Ressourcen, dass es Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Okay. Nach Hause bringen. Du wirst sterben. Beute. Wie viel Beute habt ihr denn? Ah, ihr seid also wegen Beute hier. Was machst du da, Boss? Die können wir erledigen! Halt deinen Mund, ich weiß, was ich tue! Wir haben einen kleinen Vorrat. Pass auf, ich gebe ihn euch, wenn ihr dann verschwindet. Was sagst du? Habe ich dein Wort? Okay, Moment. Ich glaube nicht. Gewalt anwenden. Oh, bitte funktionier, es ist rot. Du hast mein Wort. Gib mir, was du hast, und wir gehen. Niemand muss sterben. Das Passwort für das Versteck ist verrückter Orca. Greif zu, mein Piratenfreund. Wir besorgen uns schon Nachschub. Tut mir leid, Sir, aber ich habe meine Befehle. Werdet ihr sterben? Hey, das ist nicht mein Problem. Moment. Hey, kommt schon. Das hat funktioniert. Wahnsinn, oder? Das hat wirklich funktioniert. Leute, holt euch den Runner. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Echt jetzt. Oh, Kacke! Richtig gut, die Jungs. Richtig gut. Respekt. Ihr macht das toll. Jetzt bin ich wütend. Okay, der ist ein Abenteurer. Ich hatte auf eine Herausforderung gehofft. Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Tja, was nun? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, ich will nicht den Sünd töten. Gut. Okay. Okay. Ist denn dein Hemd eh besser aufgehoben? Auf jeden Fall. Was haben wir hier Schönes? Die Rüstung hier nehme ich mal mit. Gut, ich meine, der Synth ist noch am Leben. Und ich habe irgendwie das Passwort für irgendwas Besonderes. Brauchen wir ein Passwort hier? Yep. Also. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist.
Okay. Schloss wurde deaktiviert und wir bekommen Müll. Müll, Müll, Müll. Geil, hat sich gelohnt. Nicht wahr, Piper? Das hat sich mal wieder megamäßig gelohnt. Tja. Das war's. Wie es aussieht. Mehr ist nicht drin. Vielleicht hier oben noch irgendwas? Nö. Nö. Also die Belohnungen hier, die waren wirklich wieder sehr, sehr miserabel. Einfach nur schlecht. Einfach nur verdammt schlecht. Okay, ich habe zwei relativ interessante Flinten gefunden. Vielleicht kann ich irgendwas mit denen Schönes bauen. Aber sonst, keine Ahnung. Habe ich mehr erwartet? Habe ich wirklich ein bisschen mehr erwartet? Gut, wir müssen zurück zu Forder. Und der Forder, der ist hier. Wo denn sonst? In seinem Institutbunker. Tja, mal sehen. Ich meine, ich habe mich ja eben gerade eigentlich gegen die Mission gestellt. Und der Runner hat ja gesagt, ja, sorry, kann ich nicht zulassen. Bums, lahmgelegt. Und ich weiß halt nicht, ob ich jetzt irgendwie Ärger bekomme oder nicht. Ist mein Sohn erfreut? Ja oder nein? Habe ich das Interferometer abgeschaltet? Was? Keine Ahnung. Vater hat Bemerkenswertes geleistet. Ohne ihn würde es mich nicht geben. Tja, und ohne Vater, ja, von Vater würde es Vater nicht geben. Verstanden? Ich denke schon. Ist hier ganz oben. Und Daddy-Sohn. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musst es selbst erleben, wie gefährlich ein abtrünniger Synth sein kann. Was kümmert dich die Oberfläche? Ihr seid doch hier unten in eurer eigenen Welt. Weil es an der Oberfläche Kräfte gibt, die uns gefährlich werden könnten. Und nur ein Dummkopf missachtet Gefahren. Wir können diese Gefahr verringern, indem wir die falsche Auffassung korrigieren. Wir wollten der Menschheit schaden. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Synth unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst, sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an. Es wird dir bestimmt gefallen. Danke, Sohn. Danke. Sohn, du rauchst? Ich bin enttäuscht. Ich hoffe, dein Quartier ist angemessen. Mein Sohn. Jetzt hast du einen Ort, der viel sicherer ist als jeder andere an der Oberfläche. Na ja. Bis die ganzen Synths hier durchdrehen. Okay, gehen wir mal rüber. Mein neues Quartier. Auf der ganz anderen Seite natürlich. Und das Mittel von Virgil. Klar, holen wir. Ich hab's irgendwo übersehen. Ja, kann ja passieren. Freunde, bin ja auch nur ein Mensch. Ein verdammt cooler Mensch, aber nur ein Mensch. Verzeihung. Moment. 3 Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? 3? Ist ja der Wahnsinn. 3 Stufen? Nichts zu melden, Sir. Ich glaube, hier bin ich richtig. Gelb. Jetzt gehen wir hier mal nach oben und noch weiter nach oben. Wir sind natürlich ganz oben an der Spitze. Der Vater des Vaters hat das Beste verdient. Hier ist Ihr neues Quartier, Sir. Sind wir Buddies? Hey. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Okay. Ja. Wenn Sie hier fertig sind, Sir, möchte Vater Sie sehen. Ach, nee. Oh, nicht schlecht. Pipe? Duschen, was meinst du? Boah, eine echte Toilette. Boah, wie geil. Endlich mal wieder kräftig kacken gehen. Und zwar in Ruhe. Das ist Luxus. Das ist echter Luxus.
Und natürlich Munition im Badezimmerspiegel. Ein Overall. Ich nehme ihn mal mit. Vielleicht für Pipe. Pipe, willst du aussehen wie so eine Doktorin? Wie, Moment. Ach, ein Clipboard. Ich dachte schon irgendwas Cooles. Was? Reinraumanzug? Pipe, willst du einen Reinraumanzug? Ach nee, Pipe ist ja gar nicht hier. Da finde ich einmal eine Dusche. Und Frauenbesuch ist gar nicht erlaubt. Crazy, oder? Echt fucking crazy. Ob ich jemals wieder das Labor finde von Virgil? Wo waren das? Irgendwo bei der biologischen Forschung? Ich weiß, dass sie Großes leisten werden. Das wissen wir alle. Mhm. Aha. Oh, was haben wir hier? Hier sieht wirklich jede Wohnung gleich aus. Bio. Und hier oben gibt's Stress. Denkt daran, nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Nicht wieder aufladen, bevor euer Stand auf unter 2% gesunken ist. Und wenn eure Navigationssoftware noch nicht gepatcht wurde, holt das nach diesem Meeting nach. Wir brauchen keine Synths, die gegen Wände laufen. Das wäre alles. Ihr könnt euren Pflichten nachgehen. Das stimmt. Wir brauchen keine, die gegen Wände laufen. Absolut deiner Meinung. So, okay, Moment. Hey, die hat's erkannt. Ich gehört habe, Sündanhalt. Sie hatten okay, warte mal, hier war ich doch eben gerade, oder? Wo geht's denn zu den Laboren? Ich bin total verwirrt, hier sieht alles gleich aus. Hier sieht wirklich alles gleich aus, alles. Schiebetür, war ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht. Klebeband hätte ich mitgenommen. Dann hier. Hier sieht wirklich alles gleich aus. Ist doch genau dieselbe Kammer. Aber ich schwöre, es war nicht das, was Sie denken. Ich habe das Terminal gereinigt und es ist zufällig angegangen. Okay, grün. Ich glaube, grün ist der Weg. Ja, hier. 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 Ich brauche dieses Serum. Ich muss den Mann retten. Virgil muss wieder ein Mensch werden. Und dann bin ich irgendwie hier so rum und dann auf einmal, bums, war ich drin. Genau, hier diese Lagerhalle, da erinnere ich mich noch ein bisschen dran. Hier sieht wirklich echt jeder Raum absolut gleich aus. Aha, aha, aha. Und Labor. Ich hoffe, keine neuen Sachen sind gespawnt. Das wäre unangenehm. Sehr unangenehm. Aber wie es scheint, ruhig und friedlich. Okay, die Probe war in dem Raum mit den Supermutanten. Wir flitzen einmal hier durch, denn... Ja, ich glaube, so gut wie alles habe ich mitgenommen. Ein paar Sachen übersieht man immer, aber hey. Man braucht ja nicht unbedingt jeden Mist. Die toten Katzen, hier bin ich richtig. Tote Katzen, hier rum. So, Serum. Wo bist du? Hä? Ah, okay, das kann man aber auch wirklich übersehen. Hey Leute, also ehrlich jetzt. Das kann man ja wohl wirklich übersehen. Aber da wurden natürlich wieder Steine geworfen und Morddrohungen geschrieben, nur weil ich dieses Serum übersehen habe. Einige haben echt keine Probleme im Leben. Wie wenig Sorgen muss man haben, wenn man sich über sowas aufregt? Also mit dem Menschen würde ich echt gerne tauschen. Weil der kann keine Probleme haben. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Oh. Ein Labyrinth. Wirklich, ein absolutes Labyrinth. Okay, hier geht's durch. Hier rum und irgendwo hier vorne geht's raus. Freiheit! Mehr oder weniger, ich bin immer noch hier unten drin.
Das Ding ist wirklich ein riesiges Gefängnis. Scanne unbekannte Person. Freigabe. Forder! Wo ist er denn? Moment, mein Daddy ist wieder hier rum. Hier und dann wieder hier hoch und whatever. Aber ich glaube, hier bin ich ansatzweise richtig. Immer hier dieser gelben Linie folgen. Den Gelb führt zu den Quartieren. Ah, hallo Vater. Sag mal, das nicht. Was würdest du tun, wenn dich jemand bestohlen hätte? Es ausdiskutieren. Ich würde darüber reden und versuchen, die Dinge friedlich zu lösen. Ein bewundernswertes Ziel. Doch manchmal gibt es Situationen, in denen bedeutsamere Dinge getan werden müssen. Die Gruppe, die sich Railroad nennt, hat mehrere Synths des Instituts an sich gebracht. Synths, die in den letzten Monaten verschwunden waren. Sie wollen diese Synths zweifellos befreien, weil sie sich einbilden, die Synths wären empfindungsfähige Wesen. Du hattest Kontakt mit der Railroad und kennst daher ihre fehlgeleiteten Überzeugungen. Was ist passiert? Was haben sie getan? Sie sind im Besitz von Technologie, die ihnen nicht gehört. Normalerweise sind sie nur eine unbedeutende Plage. In letzter Zeit wurden sie aber mutiger. Wir haben leider einen Punkt erreicht, an dem eine Reaktion nötig ist. Wir wissen, wo sich diese Synths zurzeit befinden und müssen sie zurückholen, bevor die Railroad sie verstecken kann. Okay, hier haben wir einen Konflikt. Warum ist denn das so wichtig? Wir müssen nicht nur unser Eigentum zurückholen, sondern ihnen auch eine Lektion erteilen. Und zwar schnell. Aber es ist wichtig, dass wir bald handeln, bevor die Railroad herausfindet, dass wir sie aufgespürt haben. Die stählerne Bruderschaft soll auch keinen Wind von der Angelegenheit bekommen. Sie würde es nur noch komplizierter machen. Bin ich allein oder habe ich Unterstützung? Ein Runner wartet in der Nähe von Bunker Hill auf dich. Du bekommst, falls nötig, Unterstützung. Wir wollen aber kein großes Aufsehen. Ey, komm schon. Ist doch scheiße. Ich meine, jetzt bin ich doch im Grunde, ja? Im Grunde bin ich doch jetzt der neue Kellogg's. Oder nicht? Ich bin der neue Kellogg's. Ein Typ, der einfach irgendwo hinrennt, alles kalt macht und möglichst eben das Ganze vertuschen kann. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Nein, bin ich nicht. Ehrlich, ich bin nicht stolz. Willkommen. Als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Echt jetzt? Was kann ich bekommen? Ich habe Zugang zu einer kleinen Auswahl von Waffen, Rüstungen und anderen Gegenständen für den Einsatz. Zeig mal, was du so hast. Dann zeig mal her, du. Oh. Ohohohoho. Die ist ja richtig gut. Oh, vielleicht nehme ich die. Was haben wir so? Die Mine und... Ah, kann weg. Ich habe davon so verdammt viel. Wir schauen mal. Okay, Moment mal. Die neue Flinte hier. Wo ist sie denn? Das Ding ist eigentlich ziemlich Schrott. Gefällt mir gar nicht. Also. Das ist auch ziemlich geil, oder? Ich meine... Nochmal Strahlung hinterher. Wert 40. Was hat die andere? Ja, okay, die ist auch wirklich besser. Und den Rückstoß, den kann man eigentlich handeln. Raserei. Ist das so gut? Wenn ich ein Ziel in Raserei bringe.
Was kostet denn die Knarre hier drüben? 3.700, okay, das ist wirklich wow. Das ist wirklich verdammt viel. Ich überleg's mir, die verschwindet ja nicht. Kann man sich mal überlegen, aber bis jetzt... Klingt, als wären die Raider in der Battaglia ein harter Brocken gewesen. Ach Quatsch, wie erzählt denn so ein Scheiß? Das war total easy. Gut, was machen wir nun? Wir könnten petzen gehen, hier drüben. Ah, ich weiß nicht. Railroad. Habe ich sonst andere Missionen, die interessant sein könnten? Internes Vergehen. Das könnte man machen. Ja, reparieren. Das wird schwierig. Sonderlieferung. Würde mich auch interessieren. Quartiermeister. Ach, hier. Das könnte man auch machen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal einmal nach Hause. Ja, ein bisschen Sachen abgeben, auffrischen, revitalisieren. Und wir nehmen Strong mit. Wieso Strong? Ich würde gerne mit Strong zu Virgil gehen und mal gucken, wie er reagiert. Wenn er sieht, wie ein Supermutant möglicherweise wieder zu einem Menschen wird. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ob ihm das gefällt? Ob er durchdreht und denkt, what the fuck? Keine Ahnung. Oder, was richtig krass wäre, ob er selbst geheilt werden will. Das wäre wirklich crazy. Stellt euch mal vor, Strong würde sagen, what? Ich könnte ein Mensch werden? Bitte, bitte, mach mich auch zu einem Menschen. Ob sowas gehen würde? Ja, ich will diese Frage beantworten, deswegen nehmen wir ihn mit. Moin, Piper. Sturge, ach hier drüben. Steht in der Kiste, guter Mann. Was gibt's? Ich will mit dir reden. Hier ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Was hoffst du zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Na gut, ich bin gespannt. Du findest, wonach du suchst, das weiß ich. Mama Murphy. Erst mir die Sachen abliefern. Hat jemand Strong gesehen? Schläft der? Strong? Kann der schlafen? Ich weiß es gar nicht. Strong, Baby. Daddy braucht dich. Ach, hier drüben. Ey, yo. Mr. Strong. Schwacher Mensch brauchen Strong. Genau. Hey, Strong. Strong mit Mensch? Ja, ich will mit dir gehen. Strong mit Mensch gehen? Ja, genau. Ja, genau. Ja, komm mit. Strong gehen mit Mensch. Moment, dich lasse ich natürlich hier bei uns. Mensch hungrig? Strong haben Fleisch, können teilen. Nee, danke, Strong. Nee, hey. Nee, ich mag meinen gesunden Magen. Baby. Was? Keine Angst, ich bin's. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Du wirst auch irgendwie immer hässlicher, kann es sein? Klar, ich schau mal, was du hast. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ey, ich will kaufen. Okay, Moment. Ich brauch den ganzen Shit hier. Munition. Ja, Schrot haben wir noch. Was können wir denn verkaufen? Hier drüben bestimmt habe ich genug Scheiße. Ja, davon habe ich noch so viel über. Genauso wie hiervon. Ich habe mehr als genug. Buff-Out. Hey, Buff-Outs habe ich ohne Ende. Daytripper. Fury.
Nimm mal hier meine Mantats. Nuka Cherry, Nuka Cola, Nuka Quantum. Psycho, kannst du auch haben. Hier. Gut, was könnte ich noch nehmen? Oh, dann nehme ich mir hier noch den. Ah, ich nehme hier Schrot. Drauf geschissen. Nehmen wir hier noch eine Ladung. Und fertig. Gut. Schauen wir uns mal die Flinte an. Also, die hier ist deutlich besser, denn wir wissen ja zum Beispiel Gule, ja, wo die Flinte zum Einsatz kommen würde. Da hilft Strahlung Dreck. Deswegen würde ich eher die hier modifizieren, weil ich glaube, damit fahren wir letzten Endes besser. Was brauche ich hier für Waffenfreak Stufe 4? Alright. Außergewöhnlicher Schaden. Reichweite sieht gut aus. Klar, der Scheiß hier ist noch ein bisschen geiler. Aber wir pumpen hier ein bisschen die Feuerrate hoch, deswegen BAMS! Preston! Baby! Hier haben wir schon was Gutes. Präzision ein bisschen pimpen. Ja, wir haben Teile, komm, drauf! Trommelmagazin ist auf jeden Fall geil. Aber hier, das ist besser. Ist halt ein Upgrade. Auch nochmal hier drauf. Ich glaube, das behalten wir schon. So, die Mündungsbremse. Brauchen wir nicht, ja? Brauchen wir nicht. Und da hätten wir sie. Inventory, Waffen. Nein, habe ich sie gerade weggeworfen? No! Komm her! Voll raus aus der Steuerung, weil ich so viele Spiele spiele. Hier, favorisieren und ich hau dich einmal hier rein. Und dann hier hin. Und so muss das sein. Wo haben wir das Baby denn jetzt? Hä? Habe ich jetzt... Echt jetzt? Habe ich mich nochmal verdrückt? Unfähig. Ah, ich habe die falsche Waffe ausgewählt. Dachte schon. So, geh hier hin. Noch hier hin. Transfer. Ein paar Dinge können wir noch weglegen. Und zwar... Ja, komm, kann weg. Kann weg. Und kann weg. Und kann weg. Wer braucht das schon? Da hätten wir sie, das gute Stück. 32 Schuss. Nicht schlecht. Strong, komm mit. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Jetzt gehen wir erstmal ganz schnell, ganz, ganz schnell. Ich will wissen, was passiert. Ich bin echt neugierig. Also ich bin wirklich unheimlich neugierig. Felsige Höhle. Was passiert, wenn Strong sieht, wie wir den hier möglicherweise zurückverwandeln? Das muss eine Schockreaktion sein. Oh, ging aber schnell. Pfui, Strahlen. Labor. Ich gehe in so einen Felsspalt rein. Und es steht Labor dran. Niedlich. Denkt ihr wirklich, das wäre sein Labor? Das Eintreten ins Labor dauert länger, als hierher zu reißen. Birch! Virgil? Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Ich hab dein Shit. Hast du das erwartet? Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlicher war es, dass er in die Luft fliegt. Aber das ist er nicht. Du hast es geschafft. Wo ist das Serum? Kann es nicht finden. Nee, komm. Ja, hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich.
Warte, das dich Mensch machen? Das ist die Idee, ja. Aber du Supermutant, warum du Mensch sein wollen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Schau mich an. Ich bin ein Monster. Ich will nicht mehr länger in diesem verdammten Körper sein. Oh mein Gott, das eskaliert ja voll. Ist es denn so schlimm? Willst du dein Leben dafür aufs Spiel setzen? Schau dich um. Was für ein Leben ist das denn? Ja, ja, das will ich. Ich würde alles tun, um wieder ein Mensch zu sein. In Ordnung. Mal sehen. Mal sehen. Das Retrovirus ist gut gereift. Lager von Strongs Brüder. Der Gradient ist hoch. Rekombinante gegen Intronsequenzen sehen stabil aus. Transkriptive Exonstränge haben sich gebildet. Hm, ja und jetzt? Das ist also gut. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Achtung, schau genau hin. Er hat's gehasst. In Ordnung. Los geht's. Ich bin gespannt. Und jetzt warten wir. Okay. Wie fühlst du dich? Virgil? Ich schütze und diene. Virgil! Also, gibt es sonst noch was? Wie lang wird es dauern? Ich weiß nicht. So etwas wurde noch niemals versucht. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder, vielleicht in einer Woche. Dann werden wir sehen. Auf jeden Fall hast du deinen Teil der Abmachung eingehalten. Danke. Tja. Strong! Ich schütze und diene. Du siehst traurig aus, ha? Huh? Hey. Was? Strong. Nehmen Fleisch, machen Mensch stark. Du hast einen Skorpion getötet? Wann? Was hast du auf dem Herzen? Strong hoffen, wir finden bald Milch der Menschenliebe. Läuft zwischen Mensch uns alles gut? Sein wie andere Menschen. Schlau, aber schwach. Strong bleiben jetzt bei Mensch. Okay, wir sind immer noch Buddies, ja? Mehr oder weniger. Tja, ich bin gespannt, was aus Virgil wird. Wir werden ihn auf jeden Fall nochmal besuchen. Was auch aber nicht steht. Heute, denn es Danke. Braucht ja ein bisschen. Ich schütze und diene. Tja, wenigstens hast du einen Freund. Okay, Leute, das war's für diese Folge. Oh, er mag Kätzchen. Wir sehen uns in der nächsten super interessanten und spannenden Folge Fallout 4. Bewertung wäre nett, wie immer. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!